Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freund, liebe Brüder, liebe Schwester, hoe was dat fijn dat je wel daar bent. Jezus, die geeft ons vandaag een zeer interessante rood. Hij zegt in Johannes 6, 27, dat wij zullen schaffen niet voor dat tägliche brood, wij zullen schaffen voor dat eeuwige leven, dat wij schreeuwen der Jezus Christus. Zo, dat jet een beetje een spoon van dat wat alle mensen doen. Alle mensen schaffen de weg even voor dat tägliche brood. Dat heet voor ihre financiën, voor ihre economie, dat ze wirtschaftlich verwaarts komen, dat alle wereld schaffen de weg even doorver. En Jezus zegt hier, hey, pas op. Wist je eens dat je daarvoor kunt aanbrengen, dat je door een tjetje, dat je kämpfen, dat je dat eeuwige leven kreeg. In dat eeuwige leven kreeg je der mij, zegt Jezus. Ik kan je dat eeuwige leven geven. Maar dat zal wichtiger zijn als al dat andere, wat we sonst immer in eerste stede gesteld hebben, wanneer we aan arbeiden denken. Immer wanneer we dit aan arbeiden denken, dan denk ik wie aan verder was komen. Und noch hier hat er Böe, noch mehr Plante, noch mehr Ernte. Immer fairerweise. Das ist nicht schlecht, aber es sehr schlecht, wenn es an erster Stelle steht. An erster Stelle sagt Jesus, sehen wir uns dort am Zimmern, dass wir das ewige Leben kriegen. In das ewige Leben kriegen wir Bäum. So, wofür schaffst du? Hast du das ewige Leben? Wenn ich dann fange von da an, dann zu tschetschen, in dann zu sehen, weil Jesus kann dir das geben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mehr als Gold und Silber hast und alles, was wir brauchen, mehr als Geld und mehr als die ganze Erde, du hast ewiges Leben für dich, der an dich leben. Und wie sage ich dir von da, Jesus, dass wir an dich leben? Und wie lade die ankommen ans Leben und schenkt du uns das ewige Leben. Und das beten wir in dein Namen, Jesus. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp möchte bei dem Namen Jesu groß schreiben über Paraguay und die Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.